Ja, hallo, da ist wieder mal Andreas, der Teilzeitnomade. Ja, ich sitze heute hier auf der Duracher Höhe am See, früh am Morgen. Und was mich jetzt in den letzten Tagen nämlich immer wieder beschäftigt, sind die Immobilienpreise in Ungarn. Da ich ja unter Umständen mein Haus nächstes Jahr verkaufen werde, frage ich mich natürlich, wo liegt der derzeitige Marktpreis? Wie sehen die Objekte aus, die derzeit verkauft werden? Welche Preislagen? Und da fällt mir jetzt derzeit immer wieder auf, dass bei den Inseraten steht, ja, Sommerpreisaktion, Preisreduktion, Aktionspreis und was noch dazu kommt. Es gibt auch immer wieder Mietkaufangebote. Das war in den letzten Jahren eigentlich überhaupt nicht möglich, auf Mietkaufbasis Objekte in Ungarn zu erwerben. Die sind aber jetzt immer wieder auch zu sehen mit verschiedensten Anzahlungen, aber sie sind wieder auf dem Markt. Und das ist für mich so ein Zeichen, dass wahrscheinlich es schwieriger wird, Objekte in Ungarn wieder zu verkaufen. Wenn ich auch beobachte auf YouTube, diversen Foren oder im Bekanntenkreis, es gibt immer mehr Leute, die wieder auswandern wollen aus Ungarn, die wieder weggehen wollen aus Ungarn, da sich hier die Lage ja doch in vielen Bereichen verändert hat in den letzten Jahren. Einige sind schon weggegangen. Und ja, jetzt ist halt die Frage, wie entwickeln sich die Immobilienpreise? Sinken sie derzeit? Ist das nur meine persönliche Meinung derzeit? Wie seht ihr das? Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Häuser kaufen wollt oder verkaufen wollt oder Wohnungen etc., Immobilien aller Art in Ungarn, wie ihr die Lage seht. Bewegt sich da etwas nach unten oder sind das nur so einzelne Objekte, die hier günstig wieder auf den Markt kommen, weil eben die Lage schlecht ist oder der Zustand oder es ist allgemein? Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Ansichten hier kommentieren würdet auf YouTube, damit wir ein Bild vielleicht bekommen, wie sich der Markt hier entwickelt, beziehungsweise ob wirklich wieder mehr Leute Ungarn verlassen. Ist Ungarn für euch noch immer ein attraktives Einwanderungs-Auswanderungsland? Lasst einfach alles in den Kommentaren, was euch dazu einfällt, um hier ein bisschen Überblick zu bekommen. Hier noch ein paar Impressionen jetzt hier von der Turacher Höhe, das ist in Kärnten, Landesgrenze zur Steiermark. Ihr hört irgendwo wahrscheinlich eine Ente, also Natursee auf 1700 und etliche Meter. Ja, ich habe hier eben ein gutes Jobangebot bekommen und daher vielleicht eben die Überlegung, ob ich das Haus verkaufe. Ja, ich werde in den nächsten Wochen auch nach Tirol fahren, beziehungsweise in die Steiermark zum Steuerberater. Da werde ich euch auch mitnehmen. Und bis zum nächsten Video, euer Teilzeitnomade Andreas.